Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Crusader Kings 3 mit unserem mittlerweile 50-jährigen König Hans II. Von Augsburg. Ich glaube, den spielen wir doch jetzt schon, seitdem er mit 16 auf den Thron gekommen ist. Unwahrscheinlich lang. Ich finde auch durch seine maßvolle Art, zwar ehrgeizig, er will schon immer wieder irgendwas, aber nur nichts überstürzen. Und er war ja leider Ehebrecher. Da hat ihm eine so einen Teppich gewebt und da hat er was angefangen. Das war sein größter Fehler, den er gemacht hat. Aber jetzt stellen wir fest, unseren Sohn, den wir ja also eigentlich schon einige Zeit nicht mehr gesehen haben, aber natürlich wieder mal in der letzten Folge, der hier plötzlich so einen Bart hat. Muss man hier mal schauen. Ich komme hier jetzt nicht mehr in dieses Barbier-Dings rein. Weiß ich jetzt nicht. Kann sein, dass es mit der Version funktioniert oder nicht funktioniert. Und bei ihm hier, da geht's noch. Oder ich muss den Sohn mal hier direkt aufrufen. Aber da geht's nicht. Man sieht's leider. Na egal. Moment, gehen wir nochmal hierher. Nee, das kann man nicht. Aber macht nichts. Unser Sohn lädt uns jetzt zu einem Festmahl hier nach Asti ein. Das ist dann hier unten vermutlich irgendwo. Ich freue mich darauf. Nee, sag mal, wo ist Asti? Lass mal hier mal unseren Sohn. Ist es hier oben irgendwo? Na, ist egal. Ach, hier ist es. Hier sieht man, wer alles dabei ist. Nur diese Bürgermeisterin nicht. Aber wir sind nicht allzu viel. Ein kleiner Kreis. Das passt. Das Dilemma. Ein argwöhnischer Vasall, Graf Gazilin. Ja, was haben wir denn hier? Wir mögen ihn schon einigermaßen. Das haben wir heute, das Thema fasziniert uns ebenfalls. Was ist mit dem hier? Es gibt schon wieder inspirierten Charakter. Hey, zweimal Buch. Das ist nichts. Und eine Unterhaltung mit unserer Schwiegertochter. Ja, die mögen wir auch gerade so. Ja, das auf keinen Fall. Keine Affäre. Noch dazu, wo sie die Frau unseres Sohnes ist. Zurück nach Hause. Leb wohl, mein Sohn und Erbe. So, und jetzt schauen wir doch mal hier rein an den Königshof. Okay. Ach so, genau das haben wir wahrscheinlich erhalten. Das Kriegsbanner. Aber ich frage mich, wieso diese hier weg sind. Da haben wir doch das hier. Dann hat man das. Also das ist vielleicht noch ein Fehler. Und natürlich das Hausbanner. Okay. Oder vielleicht, wenn es hier was Neues gibt, dass man dann hier neu das gestalten muss. Kann natürlich auch sein. Jetzt könnte man natürlich wieder Hof halten und das werden wir natürlich selbstverständlich machen. Gebt ein Zeichen, lasst sie rein. O gütiger König Hans. Ich bin Francesco, ein Gast, und bin weit gereist. Der Mann verbeugt sich tief, bevor er mit seinem gut einstudierten Plädoyer fortfährt. Mein Bruder Rinaldo sitzt derzeit auf dem Thron in Pisa, aber mir stehen die Ländereien zu. Das.
Ja, da machen wir hier nichts. Das interessiert uns nicht. Wir sind ja bekannt hier als maßvoll und hier nicht als Kriegstreiber, sagen wir einfach mal. Ein dünner, zerlumpter Bauer steht vor mir und starrt auf die Opulenz meines Thronsaals. Da er offensichtlich abgelenkt ist, rufe ich nach ihm, um seine Aufmerksamkeit zu erlangen. Mein Dorf wurde von der Braunfäule heimgesucht. Ja, da würde ich mal sagen, das Geld haben wir und dann erhalten die auch Mittel für den Wiederaufbau. Mein Fürst, ich bin ein Ahnenforscher, ihr wisst sicher, dass ihr von edler Herkunft seid. Okay, aber ich brauche kein Schriftstück, um mir das zu sagen. Meine Aufgabe hier ist erledigt, dann haben wir das schon wieder. Sehr gut. Nee, es gibt immer diese beiden Inspirierten, gibt nichts Neues. Lassen wir einfach das Ganze mal ein wenig laufen. Keiner der Verbrecher ist euch wichtig. Ja, dachte ich mir. Ja, die kerkern wir natürlich auch nicht ein. Gleich zwei Sachen. Okay, erstmal die ritterliche Übung und schauen wir mal, die ritterliche Übung. Heute reiten wir ins Feld, sagen wir da einfach mal. Oder wir sagen, bring mir meine Rüstung. Mhm. Ja, da glaube ich, liegt ihm das eher. Eine Vermächtnis in Versform. Der Herzog Peranudet. Ein benachbarter Herrscher schreibt uns ein Gedicht. Selbst die mächtigsten Menschen wären nicht ewig auf Erden, ganz gleich, welch Reich man hinterlässt zum Erben. Und wenn dann ihre letzte Stunde naht, auf ihresgleichen Lippen ihr Name weiterleben mag. Okay, das hat uns gefallen. Und das wollte man ja hier noch ausschalten. Das Gedicht wird gelobt, das können wir gern loben. Das ist kein Thema. Okay, jetzt gibt's. Der Beringer ist verstorben. Aber jetzt ist der Edmund da. Schauen wir mal, was das für einer ist. Ja, der ist natürlich etwas besser. Der ist gut gebildet. Er mag uns auch. Und von daher erhält man hier natürlich auch schon Gold. Und ja, gut, Leute kann man nicht direkt sagen. Aber brauchen wir auch nicht. Was liegt sonst noch an? Wir könnten ja nochmal unsere Domänen durchschauen. Und das machen wir jetzt auch als allererstes. Machen wir das hier zur Seite. Schaut's gut aus, schaut's gut aus. Jawohl, also unsere Domänen sind alle top. Und jetzt geht's um die wetteifernden Speichellecker. Weder Hartwig noch Olympio bemerken, wie ich mir dem Flur nähere. Okay, und die wollen sich alle zwei einschleimen. Den mögen wir nicht besonders. Welchen? Der hat, man sieht sie mal kaum, weil das so dunkel ist. Aber ich glaube, das heißt minus 18 und das minus 16, also beide dasselbe. Okay.
Ja, ich glaube, das überlassen wir mal wieder dem Zufall. Okay, Kugel. Eine Zufallszahl zwischen 1 und 4. Dann schauen wir mal. 3. 3. Ich glaube, ihr überseht den offensichtlichsten Weg zu meinem Herzen. Jo. Ah, jetzt können wir noch einen Lebenswandel freischalten. Werden wir bald hier den Galanten freischalten. Vielversprechende Aussichten, aber brauchen wir eigentlich nicht mehr. Oder wie schaut es denn aus mit unseren Kindern jetzt? Sie ist verheiratet. Alle verheiratet. Und natürlich unser Sohn. Hat aber noch keinen Nachwuchs. 3 Jahre verheiratet und noch kein Nachwuchs. Aber ich kann ja mal schauen. Ist sie vielleicht schwanger? Oh, verwundert. Ein Trunkenbold. Er wird nicht annehmen. Okay. Euer Nachbar, König Dieter, hat einen Krieg verloren. Was hat niedrige Haltbarkeit? Das Ding hier können wir reparieren. Das ist ja schon mal einfach unsere leichteste Übung. Jawohl, Christopher, er kommt zu uns. Ja, Geld hat er keins. Ja, hat da auch ein bisschen was. Aber er kniet sich nieder. Dient mir gut, Prinz Christopher. Jawohl, da erhöht sich jetzt die Hofprachtstufe wieder. Wie viel sind wir denn immer noch? Unsere 12 Komma sowieso. Vielleicht könnte man mal auch ein bisschen was wieder tun. Grünendes Land. Was ist hier los? Moment. Der Ratsposten. Ja, wieso? Da hat sich doch einer irgendwie hier reingesetzt gehabt. Moment mal. Nee. Den haben wir hier nicht. Lebt überhaupt der noch? Der lebt immer noch. Tja, Ratsmarschall. Da haben wir doch zwei. Okay, erstmal vom Papst Geld. Und 3 haben wir mittlerweile schon, die hier rein wollen. Schauen wir mal, wer ein guter Ratsmarschall wäre. Unser Sohn. Unser Sohn natürlich. Ganz klar. Da muss ich jetzt auch noch mal zu den Rittern schauen. Danke sehr. Ob der dann nicht hier zufällig. Oh. Den könnte man mitholen. Okay, haben wir schon auch verbieten. Das ist gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und können wir natürlich jetzt gleich einmal hier weiter eventuell ausbauen. Aber hier natürlich 412. Tja. Was wäre hier was? Keine Ahnung. Das ist natürlich schon eine super Sache. Die Turnierplätze. Werden wir jetzt mal machen. Ach, können wir noch nicht. Können wir noch nicht. Können wir hier überhaupt nichts machen? Nee.
Was können wir hier machen? Da könnte man schon was machen. Da machen wir hier auch grünendes Land. Jawohl. Gauzilin. Der Olson und die Adelinde wachen, abführen. So, stoppe ich jetzt mal kurz. Ja, die lassen wir wieder hier den üblichen Monat drin. Dann ist dem Gesetz auch mal Genüge getan. Dann kann sie hier einfach so raus. Wir kennen sie nicht. Ja. Wir kennen sie nicht. Die lassen wir einfach so raus. Egal. Und genau, wir wollen ja hier weiterschauen. Was ist in Ulm? Da können wir nicht. Hier können wir natürlich Gehöfte bauen lassen. Und dann werden wir ein bisschen Polster hier noch stehen lassen. Ja, und genau so geht dann eine weitere Staffel Crusader Kings 3 zu Ende. Prinzessin Bertha erhält die Louis oder Lys. Das ist natürlich schlecht. Die hat's auch. Das ist schlecht. Geht wieder eine weitere Folge zu Ende. Es passiert ja unheimlich viel die ganze Zeit. Und jetzt schauen wir mal weiter. Ein Pferd bäumt sich auf. Ja, Kampfgeschick, Herausforderung. Sind ja gut. Fest im Sattel. Jawohl, weil wir so gut im Kampfgeschick sind. Ja, auf jeden Fall geht es hier wieder zu Ende. Ich denke mal, es ist bis jetzt super gelaufen und es ist ja tatsächlich so, man stellt ja jetzt auch wieder fest, fast im Minuten- oder Sekundentakt passiert hier ein Ereignis, mit dem man eigentlich nicht gerechnet hat. Aber es ist immer wieder interessant, dann festzustellen, was denn tatsächlich alles passiert und hoffe dann doch mal, dass. Moment, schau mal, kann er denn jetzt eventuell schon? Er wird nicht annehmen. Auch weil es der Papst muss es, muss dafür sein. Okay. Nun gut, wir werden es erleben in der nächsten Folge. Ein Artefakt will er. Ja, wenn man jetzt wüsste, welches Artefakt es ist. Ja, das ist ja was, was wir nicht brauchen können. Das ist ja El Hombre. Ja, das haben wir nicht. Das ist was, was wir tatsächlich abgeben können. Das können wir annehmen. Das können wir annehmen. Jo, genau. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, es passiert hier immer wieder unvorhergesehene Sachen. Und genau das ist ja das Interessante. Ich spiele ja immer den Herrscher ein bisschen so, wie er drauf ist. Und von daher tut sich immer wieder was anders, weil die Kombinationen ja immer wieder ganz anders sind. Ich glaube, da hat man Millionen oder zumindest Tausende von Kombinationsmöglichkeiten. So, jetzt schauen wir uns diese letzte Sache hier noch an, die Wogen der Schlacht. Ich habe sie selbst erlebt, diese Ruhe mitten einer Schlacht, diesen kurzen Augenblick, wenn keine, das war mein Wecker nur, deswegen habe ich gestockt, wenn keine Seite ins Gefecht drängt, wenn der Nahkampf sich auflöst, wie Wellen, die sich um einen Felsen teilen.
Okay. Ja, weiß ich nicht. Ich werde die Offensive stets vorantreiben. Dann sollte man sich neu bewaffnen mit allem, was nicht in Leichen feststeckt. Ja, da würde ich eher mal sagen, dann wird er leichtsinnig. Das, glaube ich, liegt ihm eher. Ist es dann hier mit drin? Hauptsächlich wird das nicht. Ach, hier ist es dann mit. Minimaler Schlachtwurf. 4 minus 4 maximal plus 6. Wenn es einen Vorteil auszunutzen gibt, wird Hans dies auf jeden Fall versuchen. Naja, ist ja nicht schlecht. Okay, wie dem auch sei, ich beende dann hiermit diese Staffel. Wenn sich jemand dafür interessiert, dann bitte immer bei mir in die Infobox schauen, da findet ihr meinen Kalender und da könnt ihr sicherlich dann ganz schnell nachschauen, wann denn die nächste Staffel wieder veröffentlicht wird. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche noch einen wunderschönen Tag, bis bald, tschüss!